Als hier die Bauarbeiten begannen, wurde noch in D-Mark bezahlt und es gab jede Menge Skepsis. Vom Reißbrett aus auf einem brachliegenden Hafengelände mitten in der Stadt ein ganz neues Großstadtviertel zu planen, würde das dann nicht zu steril und kalt? Bevölkert dann allenfalls von den Reichen, die sich Luxusneubauten direkt am Wasser leisten können? 20 Jahre später ist vieles fertig, sogar Hamburgs neues Wahrzeichen. Längst hat sich das Viertel mit Leben gefüllt. 5000 Menschen wohnen dort jetzt, 15.000 haben dort ihren Arbeitsplatz. Unsere Reporterin Mareike Aden war mittendrin in der Hafen City in Hamburg und hat sich 20 Jahre nach dem Baubeginn umgehört. Ist der Plan vom Reißbrett in Wirklichkeit aufgegangen? Die Elbphilharmonie direkt vor dem Wohnzimmerfenster. Als der Anwalt Frank Jakob hier 2004 einzog, war er der erste Bewohner der Hafen City. Die Elbphilharmonie damals noch im Rohbau, drumherum Brachland. Mittlerweile stehen hier in Luxuslage viele Luxusimmobilien. Dass das so kommen würde, war für Frank Jakob damals keine ausgemachte Sache. Als ich hier hingezogen bin, vor 17 Jahren. Damals war es eher so, dass viele Hamburger sagten, wo ist denn das eigentlich? Also die Adresse und auch so dieser alte Freihafen, der das ja ist, der war vielen Hamburgern gar nicht bekannt. Das war eher kritisch im Sinne von, wo ist das denn? Das größte städtische Bauprojekt Europas nannten die Planer die Hafen City. Und Frank Jakob findet, unterm Strich sei es gelungen, auch wenn er sich mehr Mut, mehr Innovation gewünscht hätte. Doch viele Hamburger sehen die Hafen City immer noch als Fremdkörper, als zu reich, zu steril, als interessant nur für Touristen, aber nicht als Stadtteil für alle. Gebaut wird nach 20 Jahren immer noch. Östlich der Elbphilharmonie haben die Hafen City-Planer früh nachgesteuert. Mit mehr Mietwohnungen für ein sozial gemischteres Wohnen. Hier leben viele Familien, auch Luise und Florian Kund mit ihren Kindern. Sie lieben das Wasser, den Wind, das Unfertige. Ihr Teil der Hafen City fühle sich an wie ein urbanes Dorf. Wir finden einfach diesen Prozess so spannend. Also das ist diese Aufbruchstimmung, dass hier einfach was passiert, dass man eigentlich so einen neuen Stadtteil hier beim Wachsen zuschauen kann und wenn man eben will, auch so ein bisschen eben mitgestalten kann. Die Nachbarschaft, ihr Viertel gestalten, das will Luise Kund mit ihrem Café, das an einem Park in der Hafen City liegt. Es soll ein Treffpunkt sein, ein Ort, an dem Nachbarinnen und Nachbarn zusammenkommen, auch wenn das wegen Corona gerade schwierig ist. Die Hafen City sei nicht überall Nobelviertel, aber sie müsse diverser und kreativer werden. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen mehr Raum für Experiment, weil die Gewerbemieten sind schon ziemlich hoch. Also man hat hier einfach relativ hohen Kapitaldruck von Beginn an. Und ich finde, das killt eben so ein bisschen kleinere, experimentellere Projekte, die einfach vielleicht ein bisschen Raum bräuchten, um sich mal auszuprobieren. Auf der anderen Seite des Parks ist ein Bolzplatz zum Treffpunkt für Jugendliche geworden. Die einen wohnen um die Ecke, andere fahren durch die ganze Stadt, um herzukommen. Die Hafen City ist cool geworden. Sogar einer der beliebtesten Jugendtreffpunkte, würde ich jetzt denken. Und das ist einfach noch total schön, weil es gibt hier halt eben immer noch so ein bisschen den Kontrast zwischen Moderne, aber trotzdem noch Container von früher. Und das ist einfach total schön und deswegen ist man hier auch gerne. Ganz in der Nähe wohnen Joshua Amayo und Michael Bartelmees. In einer Wohngemeinschaft für junge Menschen mit und ohne Behinderung. Das Projekt eines Selbsthilfevereins, ein Beispiel für öffentlich geförderten Wohnraum in der Hafen City. Joshua Amayo wollte schon als Kind hier leben und genießt es, auch anderen zu zeigen, dass sein Traum wahr geworden ist. Wenn ich jetzt jemanden in der Straße sehe, wo ich weiß, der wohnt hier nicht unbedingt, dann versuche ich da schnell vorbeizukommen und meinen Schlüssel rauszuholen, um schnell dass sie sehen, da wohne ich. So. Ich finde es sehr wichtig, dass in einem neuen Stadtteil von Anfang an auch darauf geschaut wird, dass unterschiedliche soziale Gruppen mit eingebaut werden, sozusagen. Und weil das macht das Ganze natürlich interessanter für alle. In einigen Jahren sollen in der Hafen City dann etwa 7000 Wohnungen für 15.000 Menschen fertig sein. Bis zu 2000 der Wohnungen öffentlich gefördert. Der Stadtteil vom Reißbrett mitten in Hamburg füllt sich nach 20 Jahren langsam mit Leben und versucht, ein Stadtteil für alle zu werden.